Hübsch war er schon immer. Technisch auf der Höhe, das auch. Aber jetzt ist der neue Renault Clio angekommen in einer neuen Dimension. Hightech wie in höheren Fahrzeugklassen. Sportlich elegant, anmutig, modernste Motorentechnik, bestens abgestimmt. Und jetzt auch unverkennbar ein Renault. Also den neuen Clio kann man nur in einer Probefahrt richtig erleben. Der Clio begeistert. Erleben Sie ihn am 21. September von 9 bis 17 Uhr zur Modelleinführung bei der Erla GmbH in Oelsnitz-Erzgebirge, Bergstraße 1. Ganz in der Nähe des Autobahnzubringers zur A72. ErzTV Kompakt betrachtet die Gegenwart mit diesen Themen der Zeit. Ab in die Zukunft. Zug rollt fahrerlos im Schlettauer Bahnhof. Zurück auf gestern. Ministerin ehrt Lieblingsbuchautorin in Schwarzenberg. Und für andere im Heute. Menschlichkeit prägt erzgebirgische Benefizläufe. Glück auf am Mittwoch. Nachrichten aus dem Erzgebirge jetzt wieder aktuell und kompakt. Wir beginnen mit einer Weltpremiere, die nicht nur im Erzgebirge für Aufsehen gesorgt hat. Ein Zug fährt wie von Geisterhand über die Gleise. Wieder war das Erzgebirge für eine Weltpremiere gut. Zum ersten Mal, so wurde im Bahnhof Schlettau verkündet, bewegte sich am Dienstag ein fahrerloser, aber mit der neuen Mobilfunktechnologie 5G vernetzter Triebwagen über die Schiene. Auf dem Smart Rail Connectivity Campus steuerte Vodafone einen Zug von Thales aus der Ferne. Der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern hat dafür im Erzgebirge eine der ersten 5G-Stationen in Deutschland errichtet. Basis ist der Smart Rail Connectivity Campus. Dieses mit einer Millionenförderung aus dem Programm WIR, Wandel durch Innovation in der Region, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausgestattete Projekt für hochautomatisierten Zugverkehr, soll mit einem Bahnforschungscampus in Annaberg-Buchholz sowie auf einer Teststrecke zwischen der Erzgebirgshauptstadt und Schwarzenberg in die Tat umgesetzt werden. Sören Klaus, technischer Leiter vom Smart Rail Connectivity Campus, sagte: Der Smart Rail Connectivity Campus im sächsischen Erzgebirge ist eine europaweit einzigartige Plattform, die die Zukunft des digitalen Schienenverkehrs entscheidend prägen wird. Hier forschen und arbeiten über 100 Partner an automatisierter, umweltfreundlicher Mobilität. In der Gemeinde Niederdorf wird die Straßenbeleuchtung in dieser Woche im Bereich Schichtstraße, Dorfstraße, Wattsteig und Jahnsdorfer Straße umgebaut. Installiert werden energieeffiziente LED-Leuchten, mit denen eine Energieeinsparung von bis zu 85% erreicht wird. Für dieses Vorhaben konnten Fördermittel in Höhe von 12.800 Euro bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 22.700 Euro. Anerkennung für die Stadtbibliothek Schwarzenberg. Die Einrichtung in der Erzgebirgsstadt war auserwählt, die zentrale Abschlussfeier zum Bußsommer Sachsen 2019 auszurichten. Bei der Veranstaltung war auch Sachsens Kunstministerin Dr. Eva-Maria Stange zu Gast. In Schwarzenberg überreichte sie der Autorin Katrin Lankers eine Siegerurkunde. Die Jugendbuchautorin ist mit ihrem Werk Zurück auf gestern die Gewinnerin des diesjährigen Sächsischen Buchsommerleserpreises. Ausschlaggebend dafür waren die meisten Stimmen von den Leserinnen und Lesern. Der Buchsommer Sachsen endet alljährlich nicht nur in Schwarzenberg mit der Übergabe der Zertifikate an die Teilnehmer und einer spannenden Lesung für die Gäste. In 103 sächsischen Bibliotheken nahmen über 8000 Kinder und Jugendliche am Buchsommer 2019 teil. Ein weiterer Gast zum Abschluss in Schwarzenberg war der Autor Florian Susner. Er hatte zu einer interaktiven Lesung aus dem Buch Das Feuer des Mondes eingeladen. Heimat aus einem Menschenbild, aus einem Mann. Reden wir mal über die neue Todesursache Nummer 1. Es hat sich was verändert.
In den hochindustrialisierten und eher wohlhabenden Ländern haben Krebserkrankungen das Ranking übernommen. Das zumindest wurde in zwei Studien herausgefunden, die zu Monatsbeginn in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurden. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass in diesen Ländern mittlerweile doppelt so viele Menschen Krebsleiden erliegen als an kardiovaskulären Leiden, also an allem, was mit Herz und Kreislauf zu tun hat. Doch Krebsleiden können sich lange hinziehen. Der Leidensweg kann heftig werden. Und auch Kinder sind immer wieder betroffen. Wie man als Angehöriger damit umgeht, steht in keinem Handbuch. Gut, dass es aber besondere Einrichtungen gibt. Der Elternverein krebskranker Kinder zum Beispiel gibt Hilfestellung für den Alltag, berät, arbeitet mit den Kindern. Und auch Hospizeinrichtungen wie das Erzgebirgshospiz Haus Menschenwürde in Erlabrunn sind ein wichtiger Anker, wenn ein Mensch am Ende seines Lebens angekommen ist und besondere Zuwendung, Hilfe oder Pflege braucht. Aber auch sie brauchen Hilfe. Auch sie müssen ihre Arbeit finanzieren können. Da kann jeder helfen, wie zu den Spendenläufen für beide genannte Einrichtungen wieder. Mittlerweile ist die Beteiligung sogar überwältigend. Michael Burkhardt und Mario Totzauer berichten ausführlich. Dass auf dem Gelände der Kliniken Erlabrunn im Spätsommer Läufer zwischen Hauptgebäude und dem markanten Springbrunnen ihre Runden drehen, ist nichts Neues mehr. Seit 9 Jahren gehört das Areal an einem Sonntag im September all jenen, die die Arbeit des von hier fast in Sichtweite gelegenen Erzgebirgshospizes Haus Menschenwürde unterstützen wollen. Und das werden immer mehr. Fast 1000 Teilnehmer waren in diesem Jahr aufgebrochen, um nicht nur sich selbst durch ihre sportliche Betätigung unter freiem Himmel beim Hospizspendenlauf in Erlabrunn Gutes zu tun. Das ist ein neuer Rekord. Auch über 300 Kinder haben daran Anteil. Der jüngste Starter, der selbst an der Hand eines Erwachsenen mitgelaufen ist, war am Aktionstag zum 8. September gerade mal 1 Jahr alt. Die allerjüngsten absolvierten ihre Runden in der Kinderkutsche. Jede Runde, die gelaufen wird, bringt Geld in die Spendenkasse. Wie viel das jeweils ist, wird vorher vom Sponsor festgelegt. Geld, das gut angelegt ist. Denn die wichtige Arbeit des Erzgebirgshospizes wird dadurch auch mit möglich gemacht. Dass knapp ein Drittel der Starter im Kindesalter war,
freute das Klinikmaskottchen Dr. Bruno ganz besonders. Gern ließ sich der Teddy mit den Jungs und Mädchen fotografieren oder zu einer Polonaise überreden. Begeistert von der Rekordteilnehmeranzahl waren auch die Geschäftsführerinnen der Kliniken Erlabrunn, Konstanze Fisch und Heidrun Ballmann. Noch im Lauftrikot dankte Letztgenannte vor der Siegerehrung allen Starterinnen und Startern. Ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, an alle Läufer, an alle Angehörige, an die Sponsoren, an die vielen fleißigen Helfer. Es war wieder eine ganz tolle Sache. Ich finde gar keine Worte, wie gesagt. Nächstes Jahr feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum. Ich denke, ich darf Sie alle wieder begrüßen. Und das Wetter, besser kann es eigentlich als Läuferwetter überhaupt nicht sein. An alle ganz, ganz herzlichen Dank, auch im Namen von der Frau Dr. Fisch. Herzliches Dankeschön. Wie viel Geld beim 9. Hospizspendenlauf in Erlabrunn erlaufen wurde, wird letztendlich erst in ein paar Tagen feststehen. Da oft noch weitere Spenden eingehen. Fest steht aber, dass diese Hilfsaktion im nächsten Jahr weitergeht. Dann soll es den 10. Hospizspendenlauf geben. Ortswechsel. Was der Erlabrunner Hospizspendenlauf Ende des Sommers ist, das ist vor Beginn des Sommers der Benefizlauf für den Elternverein krebskranker Kinder in Oberwiesenthal. Man macht sich auf die Socken, um andere zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Hilfe, die oft auch durch solche private Initiativen finanziert werden muss. Auch der Benefizlauf für den Elternverein krebskranker Kinder hat eine feste 10-jährige Tradition. Der Start für die 8. Auflage war am 14. Juni 2019, wie in den Jahren davor, an der Freilichtbühne im Kurort Oberwiesenthal erfolgt. Wir haben Starter nach ihrer Motivation gefragt. Wir nehmen teil, weil zum einen wir Spaß im Team haben, sportlich was mitzumachen. Und zum zweiten, weil es ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist, hier im Elternverein krebskranker Kinder arrangieren wir uns schon seit vielen Jahren. Es ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, die die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Eltern vor allen Dingen machen, von wirklich Extremfällen, was Krankheiten angeht. Und da wollen wir unseren Beitrag einfach leisten. Und das ist eine ganz tolle Sache. Weil es eine Herzensangelegenheit ist, den Kindern und den Familien zu helfen, denen es gut geht. Ich habe selber 3 gesunde Kinder, habe das große Glück und da hilft man gerne. Also wir sind ein Kinderintensivpflegeteam in Sachsen, haben hier im Erzgebirge viele Kinder, viele kranke Kinder und die Krebsstiftung ist einfach so für uns was, wo wir gesagt haben, dort möchten wir gerne mal auch noch was zu abgeben. Und die Kinder sind halt unser Hauptgeschäft. Auch hier hatte sich der Läufer vorab einen oder mehrere Sponsoren gesucht. Honoriert wurde das sportliche Engagement der Teilnehmer dann entweder mit einem Betrag pro gelaufene Runde oder einem Festbetrag. Bevor 16 Uhr der Startschuss fiel, haben wir Kathleen Teilig vom Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz zur Resonanz befragt. Wir rechnen mit 1000 Teilnehmern. Es ist über die letzten Jahre immer mehr an Teilnehmern geworden. Am Anfang waren es so, da waren wir froh, dass 200, 300 gekommen sind. Aber mittlerweile hat sich das so rumgesprochen. Voriges Jahr haben wir die 1000 Marke geknackt und heute ist ja das Wetter so fantastisch. Vielleicht schaffen wir es, dass es mehr als 1000 Läufer wären. Am Ende des Tages konnte mit rund 1150 Teilnehmern ein neuer Läuferrekord aufgestellt werden. Der Elternverein krebskranker Kinder zeigte sich überwältigt von dem großen Vertrauen, das die vielen kleinen und großen Sportler, ihren Sponsoren und allen anderen Beteiligten in die Arbeit des Vereins haben. Unser Verein betreut Kinder, die an Krebs erkrankt sind, aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Chemnitz, also sprich Mittelsachsen, die Region Chemnitz, der Erzgebirgskreis, Vogtland, also dieses große Einzugsgebiet. Das ist so dieser eine Bereich des Vereins. Und der andere Bereich ist die Kinderhospizarbeit, was mittlerweile auch einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert in unserem Verein gewonnen hat. Und dort geht es aber nicht nur um das Thema Krebs, sondern auch um Kinder, die an anderen Erkrankungen erkrankt sind und die eben leider daran versterben werden. Der Dank von Kathleen Teilig bedankt sich vor allem im Namen der erkrankten Kinder und ihrer Familien auf das Herzlichste für die Spendenbereitschaft und sagt über den Spendenlauf: Der Benefizlauf ist für uns die wichtigste Veranstaltung im Jahr, weil wir hier die Spendengelder einnehmen, die wir das ganze Jahr für die Finanzierung unserer Arbeit brauchen. Wir finanzieren davon Familienwochenenden für die betroffenen Familien. Für Urlaube haben wir Geld, dass quasi die Familien, wenn die mal eine Auszeit brauchen, um wieder Kraft zu schöpfen für die schwere
Zeit der Behandlung. Dann können wir den Familien einen Urlaub an der See zum Beispiel genehmigen. Und dafür brauchen wir die Spendengelder und dafür ist dieser Lauf am allerwichtigsten. Der Benefizlauf 2019 ist schon einige Wochen vorüber. Unterstützt werden kann der Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz, aber auch jetzt. Ja, also es kann jederzeit an unseren Verein gespendet werden. Unser Spendenkonto ist auf unseren Webseiten abgebildet. Sie können sich aber auch gerne so zu unserer Arbeit auf den Webseiten informieren. Also Spenden ist quasi jederzeit im Jahr möglich. Und auch 2020 wird es wieder einen Benefizlauf geben. Vielleicht fangen Sie ja schon mal mit dem Training an. Wir machen weiter mit den Veranstaltungsinformationen. Der SV Auerbach 05 feiert vom 19. bis 22. September die Einweihung des Sportplatzes am Zechenweg. Die alte Anlage war im Jahr 2013 durch ein Hochwasser zerstört worden. Am Donnerstag beginnen die Einweihungsfeierlichkeiten mit einem Sportfest der Grundschule. Am Freitag sind die Oberschüler mit einem Sportfest dran. Am Wochenende folgen unter anderem die ersten Punktspiele, eine Festveranstaltung am Sonnabend sowie ein Gottesdienst mit Sportplatzweihe am Sonntag. Ein festliches Konzert eröffnet am Donnerstag um 19.30 Uhr die Reihe des Schlosses Schlettau Musik und Literatur im Rittersaal im zweiten Halbjahr 2019. Es steht unter dem Titel Clara Schumann und Theodor Fontane zum 200. Geburtstag. Kompositionen für Klavier und Streicher von Clara Wieck und Robert Schumann treffen auf Briefe von Clara Schumann und Balladen von Theodor Fontane. Ein Kinderstück steht am Freitag im Kulturzentrum Goldene Sonne Schneeberg auf dem Programm. Mit dem Puppentheater Don Kalli erfahren Mädchen und Jungs mehr über die Geschichte vom kleinen Rotkäppchen und ihre Begegnung mit dem bösen Wolf. Vorstellungsbeginn ist 17 Uhr. In diesem Jahr wird das Diakonissenhaus Zion in Aue 100 Jahre alt. Vor 20 Jahren wurde das Altenpflegeheim Abendfrieden im Haupthaus eingeweiht. Seit 10 Jahren gibt es den Hospizdienst Zion und seit 5 Jahren den ambulanten Pflegedienst Zion. Dank dieser Jubiläen wird jetzt am Samstag von 13 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Und zum guten Schluss gibt's noch Kritik. Kritik von den erzgebirgischen Grünen am FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen würden von der Deutschen Umwelthilfe noch immer die rote Karte gezeigt bekommen. Grund sei, dass Getränke noch immer in Einwegplastikbechern ausgeschenkt werden.
Wörtlich sagte Kreisvorsitzende Ulrike Kahl, Umweltschutz ist vermutlich im Verein noch nicht so richtig verankert. Dabei sollten Abfallvermeidung und schonender Umgang mit Ressourcen schon ein wichtiger Aspekt bei solchen Großsportveranstaltungen sein. Wenn man die Gelder anschaut, die beim Profifußball verausgabt werden, sollte die Umstellung auf Mehrwegsysteme kein Problem sein. Entsprechender Willen vorausgesetzt. Na, mal sehen, wie das da weitergeht. Hier jedenfalls geht's gleich weiter mit den Tagesbildern und der Auslese. Und wenn Sie wollen, sind wir auch am Donnerstagabend wieder für Sie da. Bis dahin, Glück auf! Landesgartenschau Frankenberg. Bis 6. Oktober erlebnisreiche Tage, zahlreiche Themengärten, wechselnde Blumenhallen schauen, Spiel und Spaß, Live-Musik und Aktionen für Kids. Natürlich mittendrin.